Hello everyone, welcome back to a new video. Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Yeah, today is collaboration time and I have the collaboration with Sandra Rettich and Marion Richter. I will link their videos into my description box. Ja, heute ist Collaboration Tag und das ist eine Zusammenarbeit mit der lieben Sandra Rettich und mit Marion Richter. Ich verlinke beide in meine Beschreibungsbox. I will come back to the collaboration during the video. Ja, ich komme zurück auf die Zusammenarbeit während des Videos, aber jetzt habe ich erstmal meinen Glittermix verteilt. Das ist Glitter, Persian Glitter von Laura's Art Corner und einige von den schwarzen Muscheln. Yeah, first I placed my glitter into the mold, the bottom side of the scallop mold, and I used the Persian glitter as well as the black shells. Both articles are from Laura's Art Corner. Die Form übrigens ist die Muschelform von Molds and Shapes. This mold is the scallop mold from Molds and Shapes. I will link Molds and Shapes and all the equipment in my description box. Ja, ich werde alles in meine Beschreibungsbox verlinken. Die erste Farbe, die ich hier verwende, ist Resin Ink in Weiß. Und die gebe ich einfach in meine Form. So, the first color is the Resin Ink in White. And I'm just pouring it on the bottom of my mold. Ja, ich sehe zu, dass die Form oder dass der Boden der Form sehr bedeckt ist. I will make sure that the bottom of the mold is covered. So I found out I didn't have enough of my white, so I needed to mix a little bit more. But I'm doing this off camera. I just needed to cover my mold. Anyway, so I'm pouring the rest, so everything is covered now, and now I'm spreading just what I have left over. Ja, ich habe zugesehen, dass ich halt den Boden der Form bedeckt habe. Ich hatte ein bisschen zu wenig angemixt, ich habe das dann mal eben noch ein bisschen nachgemixt und wirklich zugesehen, dass der Boden komplett bedeckt ist. Then I'm using my Mystery. It's a resin ink from Octopus. Ja, dann nehme ich das Mystery, Resin Ink von Octopus, und gebe das in die Mitte der Form rein. Ja, and I'm pouring my Blue Mix into the center of the mold. You see, just a puddle. Und jetzt nehme ich mir meine zweite Farbe und das ist das Murph, ist auch von Octopus. And now I'm taking my second color, it's the Murph, also from Octopus. And I'm pouring it on top of my blue. Ja, das Murph, das gieße ich jetzt auf das Mystery Blau. Einfach drüber. And then I'm taking some clear resin and I'm just filling up my mold to the rim. Ja, und dann nehme ich mir noch klares Harz und ich fülle meine Form praktisch auf. Ja, diese Collaboration oder Zusammenarbeit ist entstanden, weil wir wollten einen Crashed Ice Effekt erzielen. Wir haben da einige Wochen dran gearbeitet, haben uns immer wieder ausgetauscht und es hat uns auch einige Kopfschmerzen bereitet. Yeah, we, Marion, Sandra and me, we just worked in a collaboration to achieve this effect. And I can tell you, it gave us a lot of headaches and we were working on it for several weeks. Anyway, but now I'm taking my glitter mix again and I'm just putting a little bit into the center. Ja, jetzt nehme ich mir nochmal meinen Glittermix und gebe das in die Mitte hinein. Ja, ich bin wirklich
gespannt, was Marion und Sandra, was die beiden zaubern. Wir haben uns da hingehend nicht ausgetauscht. Deswegen, also ich bin echt gespannt, was die beiden machen. Ja, I'm very curious what Sandra and Marion will pour. We didn't exchange what we would do, but yeah, I'm quite curious about their results, about the modes they are taking. It will be also challenging to see. So, jetzt nehme ich mir nochmal mein Sturmfeuerzeug, mache ein paar Bläschen kaputt. Just took the heat gun or the torch, and I'm just popping some bubbles. And that's my pour done, and I just let the resin do its job. So now you can see a little bit that it's closing up. I'm not doing much, I just let you see that the white is really starting to cover. Ja, das ist einfach mal, damit ihr seht, dass das Weiß richtig schön in die Mitte zieht. Und dann gebe ich dem Kleinen noch ein bisschen Swirl in der Mitte. So, this is the next day and time for the molding. I'm very curious. Nächster Tag und ich kann entformen und ich bin total neugierig. And wow, look at this. Ja, guckt euch die an. Der Crushed Ice-Effekt ist gelungen. Ich bin echt mega glücklich, bin echt total zufrieden. I'm very happy about the result. I hope the rest of the coasters are the same. Ja, ich hoffe natürlich, dass die anderen Untersetzer auch so rauskommen. Und ja, schaut euch das mal an. Schaut euch auch diese Farben an. Intensives Blau und ja, just look at the colors as well. It's just beautiful. It's a very intensive blue color. And I'm so happy about it. It looks like crushed ice and yeah, that's how we agreed to call this effect. The white crackles look really like crushed ice. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir den Effekt crushed ice nennen, weil die weißen Crackles, die sehen wahnsinnig. Doch, gefällt mir sehr gut. I'm very happy about the result. Ich bin echt mega zufrieden mit dem Ergebnis. And now I'm taking you down for a close-up. Ja, hier ist nochmal die Nahaufnahme. Schaut mal, die sehen richtig niedlich aus. Alternativ auch zu Waves, wenn man nicht so gut mit Waves klarkommt. It's a good alternative to the wave, because people struggle. So, und das ist jetzt das Endresultat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut bei Marion und Sandra auf jeden Fall rein. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Yeah, and this is the final result. Please also check out the videos from Sandra and Marion. And yeah, we see each other for my next video. Take care and thanks for watching. Bye-bye.